Mein Name ist Halil Sarr. Ich weiß gar nicht, wie ich mit einem Video anfangen soll. Darum fange ich ganz spontan an. This is the future. Evolution. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. Willkommen in meinem YouTube-Channel Ali The Way. Mein Name ist Halil Sarr, komme aus Berlin, gebürtiger Kreuzberger und seit 11 Jahren Taxifahrer. Ich möchte hier in meinem Channel alles Mögliche zeigen, wie wir mit Kunden umgehen. Natürlich nicht auf die freundliche Art. Ich möchte halt dann zeigen auch oder erklären, wie kann man ein Taxifahrer werden. Natürlich auch die ganzen Gespräche mit Kunden, natürlich auch die Erlaubnis von der Kunden. Aufnahme ohne die Erlaubnis von dem Kunden mache ich sowieso gar nichts. Wenn ihr irgendwie ein Taxi braucht, könnt ihr einfach Taxi EU App herunterladen. Den Link werde ich unter der Beschreibung verlinken. Und zwar könnt ihr den Taxi EU App herunterladen, könnt ihr eure EC-Karte oder Kreditkarte eingeben und dann einfach loslegen. So einfach ist das. Oder ihr ruft einfach die Taxizentrale, ist auch ganz einfach. Die Nummer ist unten eingeblendet, aber ich sage trotzdem, das ist 030-443-3322. Die Nummer kann man niemals vergessen. Nun legen wir mal los und suchen jetzt erstmal unsere Kunden. Und während unserer Kundensucherei erzähle ich euch, wie man ein Taxifahrer werden kann. Also sagen wir mal, los geht's, wa? Wie kann man ein Taxifahrer werden? Bis vor einem Jahr war alles mit der Prüfung und seit einem Jahr oder eineinhalb Jahre bin ich mir auch nicht sicher. Ich kann aber das mal durchwühlen, mal schauen, wann genau das ist. Seitdem ist die Ortskundenprüfung für einen Personenbeförderungsschein abgeschafft. Sozusagen, jeder kann Taxifahrer werden, indem ihr dann halt dann die Unterlagen benötigt. Was zum Beispiel sind die Unterlagen? Punkt 1, ihr braucht einen gültigen Führerschein. Punkt 2, ihr müsst einen guten, sauberen Führungszeugnis haben. Punkt 3, ihr braucht einen Sehtest, sozusagen einen Reaktionstest. Dies könnt ihr dann in eure Städte in Google einfach mal reinschauen und die Ärzte könnt ihr einfach finden. In Berlin ist zum Beispiel in der Veitstraße 36 gewesen, also eigentlich immer noch dort. Dort aber eigentlich nur anrufen und die Termine verlangen. Habt ihr einen Termin, geht ihr dorthin, Reaktionstest machen, Sehtest machen, bezahlt ihr, denke mal, 40 Euro, 45 Euro, bin mir nicht sicher. Habt ihr erstmal das Reaktionstest gemacht, die Sehtest gemacht, dann geht ihr einfach mal zum Berliner Labo oder kurz gesagt Landeseinwohneramt für Bürger- und Ordnungsgelegenheiten. Dies in Berlin ist in der Puttgamer Straße, dorthin gehen, beantragen und dann, das dauert ungefähr so, denke mal 12 Wochen oder so, ne? Ja, ja, 12 Wochen dauert es, kann es bis zu 12 Wochen dauern. Habt ihr erstmal eure Personenbeförderungsschein bekommen, könnt ihr erstmal bei der Berliner Taxizentrale euch bewerben. Die Zentrale wird euch dann halt einen Termin geben für den Kurs
Und im Kurs wird es dann halt dann euch belehrt, wie ihr mit den App umgeht, wie ihr eine Quittung schreibt, wie ihr die Geräte dort benutzen könnt und so weiter. Das könnt ihr alles im Persestraße. Die Adresse werde ich dann auch in der Beschreibung auch mit eingeben. So könnt ihr dann auch Taxifahrer werden. Natürlich, Taxifahrer werden ist nicht so einfach. Da braucht man wirklich viel Geduld und natürlich gute Kenntnisse. Sprache ist sehr, sehr wichtig. Die deutsche Sprache muss man auch mal halt mal beherrschen können. Sobald ihr das alles habt, könnt ihr auch einfach ganz normal anfangen. Natürlich könnt ihr auch Geld verdienen. Man kann auch gutes Geld verdienen. Natürlich muss man halt auch wissen, wo gibt es Arbeit. Das ist das Wichtigste. Jetzt habe ich eben einen Auftrag bekommen und fahre jetzt gleich dorthin. Natürlich zeige ich jetzt auch nicht den Namen, weil es einfach im Datenschutz ist. Und jetzt fahren wir gleich mal dorthin und dann holen wir mal unseren Kunden ab. Bis gleich. So. Ich danke dir dafür. Nee, gerne, Thomas, immer wieder. So, ist auch sehr kalt geworden. Es ist wirklich arschkalt. Ja, eisig kalt, wirklich sehr, sehr. So. Jetzt können wir mal wieder auf unserem Weg natürlich aufpassen hier. So, links ist frei gewesen. So, jetzt können wir weiterfahren. Aber danke nochmals für die Aufnahme. Für die Erlaubnis auch. Weil, so wie du weißt, das erste Video hat nicht gepasst, sozusagen, der hat einen Fehler gemacht. Achso, dann wäre mal schön, wenn du mit deinem YouTube-Kanal mal sagen würdest. Ali the Way. Warte. Ja, danke, dass du das mal nachgefragt hast. Ich habe auch selber vergessen, das zu sagen. YouTube. Ali? Ali the Way. Alles zusammen? Wie du willst, guck mal. Ist noch gar keine Video drin. Du bist wirklich der Erste. Und ich denke mal, übermorgen werde ich das veröffentlichen. Und dann kannst du dann. Genau, das bin ich. Wunderbar. Ja, danke. Darf man ein Abo da gelassen? Super. Und dann kannst du dein Video auch anschauen. Gerne. ehrlich gesagt, ist jetzt auch mein erstes Video. Also hast du erst frisch angefangen mit YouTube? Ganz genau, weil ich die ganze Zeit immer überlegt habe, soll ich das machen oder nicht? Brauche ich sowas? Warum denn nicht? Warum es dir Spaß macht? Wie? Wenn es dir Spaß macht? Ja, es hat auch wirklich gleichzeitig mit Spaß und gleichzeitig auch, ich möchte den Taxigewerbe deutlich, mehr in Forderung stellen. Ganz genau, das wirklich auf die Forderung bringen und auch die Menschen zeigen, Leute, es kann so entspannt sein in dem Taxi. Das ist auch, aber mehr auch die Vertrauen zu gewinnen. Mhm. Das ist uns mehr wichtiger, weil wir natürlich viel mit Konkurrenz kämpfen. Ja, alleine Uber, wa? Ganz genau. Nicht nur die, es gibt mehrere schon. Ja, ich kenne nur Uber, um ehrlich zu sein. Ja, es gibt noch andere, aber die Namen will ich nicht erwähnen. Okay. Und mit dem will ich auch nichts zu tun haben. Und darum möchte ich einfach unseren Taxigewerbe, unsere Taxi wirklich gut präsentieren. Ne? Mhm. Ich möchte zeigen, ihr könnt uns einfach benutzen, ihr könnt uns einfach rufen, ihr könnt einfach mit hineinsteigen, ihr könnt uns komplett vertrauen. Natürlich erfahrene Taxifahrer gibt es ohne Ende. Ja, ja, klar. Ich habe schon einige kennengelernt, die wirklich, den konnte ich wirklich gut quatschen, so wie jetzt zum Beispiel. Ja. Die auch wirklich sehr gute Erfahrungen hatten. Ja, und natürlich, erfahrene Taxifahrer haben auch wirklich mit Ortskunde sehr guten Kenntnis, sozusagen, die wissen mehr. Wir arbeiten, natürlich, es gibt einige Straßen, zum Beispiel wie diese Straße, ganz genau, die kannte ich nicht, aber das Gute ist, jetzt weiß ich, wo das ist. Wenn einer nochmal fragt, ich weiß, ich habe mal Thomas damals dorthin gefahren, jetzt weiß ich es. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Sowas vergessen wir nicht, weil wir damals das Ganze gelernt haben. Mhm. Und diese Kurse hat uns viel beigebracht. Aber heutzutage ist leider abgeschafft alles. Mhm. Jeder kann Taxifahrer werden, indem man halt diese einige Prioritäten erfüllt und das Ganze
zum Beispiel Sehtest, Reaktionstest und Führungszeugnis, gültige Führerschein, wenn man das hat, kann man dann einen Personenbeförderungsschein für Taxi kann man beantragen. Denn das dauert dann halt 12 Wochen, bis zu 12 Wochen. Und dann kriegt man eine und dann kann man anfangen, als Taxifahrer zu werden. Aber ist nicht so einfach, weil du halt dann ein Amateur bist, weil du kein Ortskundenkenntnis hast. Und das ist dann ein bisschen schwer. Ob das wieder die relevanten Fragen kommen wird, ob es überhaupt eine relevante Prüfung kommen wird, ist gerade jetzt zur Zeit am Gespräch, aber ob das kommt, kann ich dir nicht genau sagen. Aber ich hoffe, dass das wieder zurückkommt, weil wir brauchen wirklich erfahrene Menschen. Und Erfahrung ist sehr, sehr wichtig, wie zum Beispiel bei deiner Arbeit. Ne? Ja. Erfahrung ist sehr, sehr wichtig. Kannst einfach hier kurz auf die Einfahrt da fahren. Hier ist okay, lieber Thomas? Ja, einfach hier kurz auf die Einfahrt. Dann kommst du auch leichter raus. Okay. Ja, hier reicht schon. Alles gut? Ja? So weit brauchst du nicht reinfahren. Alles gut? Ich hab schon. So. So, das macht dann 33,50. Machst du 38, bitte? Möchtest du eine Quittung haben? Nein, brauche ich nicht. Okay. Krieg ich nicht wieder. Kriegst du nicht zurück? Nee. Okay. Dann machen wir mal unser Gerät an. Und machen wir hier 38,00. Erste Tour, ein gutes Geld verdient. Kann immer noch so weitergehen. So. Einmal PIN und bestätigen bitte, Thomas. So. Warten. Das war's dann. Ich danke dir recht herzlich. Für kein Problem, immer gerne. Eine schöne Weiterfahrt, schöne, viele nette Kunden. Danke dir und bleib gesund. Du auch. Vielleicht sehen wir uns wieder. Bestimmt. Gerade jetzt einen Auftrag bekommen, aber leider, Kudamm ist so voll, wir kommen gar nicht mehr richtig weiter. Auch die Baustellen gehören auch dazu. Mal schauen, ob ich überhaupt rechtzeitig anschaffe, ob der Kunde noch da ist. Bin mir nicht sicher, aber mal schauen. Ne? Noch 150 Meter, Kunde soll auf der rechten Seite auf mich warten. So, noch 100 Meter. Wie gesagt, Kudamm ist heute richtig ätzend. Alle hier sind hierher gefahren, alle sind hierher gekommen. Dadurch geht immer sehr langsam. So. Da ist meine Kundin, hab sie gefunden. Mal schauen. Rebecca? Ja. Hallo. Sorry, hat sehr lange gedauert. Grüße euch. So. Das Candy Hotel? Ja, in deiner Nähe ist es. Ach so, okay. Holmes Place. Holmes, okay. Also, das ist das Problem. Komplett dicht hier alles. Ja? Wirklich. Ja, alle sind einkaufen. Und dann sind noch einige Straßen vorne gesperrt. Polizei hat hier Kontrolle. Ja, schauen wir mal, wie wir durchkommen. Oh, ihr habt Knoblauch gegessen? So schlimm, oder was? Echt? Richtig geil. Das ist gar nicht so, oder nicht? Ja, klar bin ich. Das ist okay, aber kein Problem. Oh, sorry, das ist mir ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Nee, ach, ist okay. Du, ich habe noch Schlimmeres gehabt. Knoblauch ist das Beste. Sollen wir hinten aufmachen? Das wäre eine gute Idee, kannst du ein bisschen aufmachen. Was hast du gegessen? Adana. Adana? Ja, und noch Chashik dazu. Uff. Also will ich auch gerne. Liebst du Adana, ja? Adana, ich liebe das über alles. Ich esse eine Woche wahrscheinlich zweimal Adana. Kein Spaß, das ist wirklich so. Wirklich? Ja, kein Spaß. Das ist sehr schön. Wenigstens ein Türkenliebhaber. Ja, das muss man meine Freundin fragen, die ärgert sich schon, dass die ganze Zeit über Arabisch und Türkisch essen möchte. Ja. Ist sie deine Freundin? Ja, genau. Okay. Woher kommt ihr? Also wir wohnen da vorne direkt. Also hier sind Berliner? Ja, genau. Okay.
mehr. Habt ihr keinen Grund? Ich spreche nicht aus Stuttgart. Okay. Ich bin ein richtiger Berliner. Das ist richtig, okay. Ich habe mal eine Frage. Ja. Ich mache für meinen YouTube-Channel Videos. Ja. Okay. Habt ihr was dagegen? Nö. Weil es gerade jetzt wird alles gerade aufgenommen. Also. Das ganze Gespräch schon. Also. Sobald ihr schon eingestiegen seid, ist schon aufgenommen. Falls ihr keine Erlaubnis gibt. Rechtzeitig gefragt, das ist nämlich gut. Wenn ihr nicht. Mit dem Knoblauch auch drauf? Ja, natürlich. Alter. Und ehrlich. Mein Channel ist ganz neu, es sind noch gar keine Videos drauf. Und was machst du da dann? Also ja, jetzt was wir unterhalten alles, ne? Ah, okay. Und das Ganze werde ich dann alles dann veröffentlichen, sozusagen, im YouTube-Channel. Ich bin jetzt ganz neu, ich habe jetzt erstmal so eine GoPro gekauft, so ein ganz billiger. Und damit werde ich jetzt erstmal probieren, ob das geht oder nicht. Und natürlich auch die ganzen Gespräche, ne? Mit Kunden und so weiter. Das wird alles dann aufgespielt. Das wäre mir nicht mal aufgefallen. Ich dachte, das wäre dir aufgefallen. Nein. Nee, hier, da ist es. Naja, jetzt wurde es ja gesagt, das sieht man so. Aha. Aber das ist eigentlich eine coole Idee, oder? Ja, soll ich ehrlich mal was sagen? Also, ich heiße Halil. Freut mich, Halil. Wie heißt du? Lukas. Das ist Rebecca. Rebecca weiß ich, sie hat ja. Ah, okay. So, warum ich auf die Idee kam, für Taxi was Videos aufzubauen oder aufzunehmen, ganz einfach, ich will einfach die Taxigewerbe mal wieder ein bisschen hochbringen, weil wir die letzten Jahre sehr schlecht dargestellt wurden, als uns wurde genannt, ihr seid Kartells, ihr zockt die Kunden ab. Okay. Es gab natürlich einige Leute, die wirklich auf die blöde Ideen kamen, die Kunden so, wie soll ich sagen, mal ein Beispiel, vom Flughafen, ehemaliger Flughafen Tegel, sind Kunden eingestiegen, das waren immer ausländische Kunden gewesen, mehr so asiatische Kunden, und die haben gedacht, dass die Summe hier zum Beispiel, was jetzt hier, sagen wir mal, 11 Euro steht, die dachten, das ist 110 Euro. Ah, okay. Okay, und dadurch hatten wir immer Schwierigkeiten gehabt und wir wurden halt dann sehr schlecht dargestellt. Und dann haben uns viele als Kartells bezeichnet. Okay. Und dann ging auch unsere Geschäfte richtig kaputt. Natürlich kam dann auch dazu die ganze Pandemiezeit. Und die Pandemiezeit hat uns auch richtig kaputt gemacht. Ja, klar, weniger Reisende, ne? Also, ja, natürlich. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin, glaube ich, in der Pandemie mehr Taxi gefahren als jemals zuvor in meinem Leben. Echt jetzt? Ja, ich habe keinen Bock gehabt auf die U-Bahn. Ja, natürlich. Ja, gerade am Anfang so, ne? Ich musste irgendwo hin und ich dachte mir so, okay. Gefahr, dass ich, also wenn man sich das mal überlegt, was für Menschenmengen täglich in U-Bahn, so eine U-Bahn ein- und Busse ausgeht. Ja, ne? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mega Schiss davor habe, aber ich dachte, um mein Risiko so weit wie möglich zu reduzieren und zu minimieren, ja, dann hole ich mir lieber ein Taxi. Aber ich verstehe voll natürlich die Fahrten, die natürlich auch mehr Geld bringen, wie zum Beispiel zum Flughafen zu machen. Ja, natürlich. Die fallen natürlich weg. Ja, der Flughafen jetzt, der neue, der ist jetzt auch weit draußen jetzt. Okay, gut für uns, aber... Für mich blöd, kann ich dir sagen. Ja, wir schauen halt auf die geschäftliche Seite jetzt. Ja, das bringt uns viel mehr, aber das andere Problem ist, nur 500 Berliner Taxen dürfen dort aufladen. Und ich bin auch einer davon. Ich wurde auch ausgelost. Okay. Und wusste ich gar nicht, dass das so los ist. Ja, es ist jetzt... seit der Beginn dieses neuen Flughafens ist leider so eine Regel angekommen, weil dort halt die Brandenburger Taxen auch noch mit drin sind. Okay, wir teilen uns das Ganze. Und daher hat dann die Flughafengesellschaft gesagt, ja, 500 Berliner, 300 Brandenburger und somit seid ihr alle drin. Aber ehrlich, das reicht erstmal aus. Mhm. Und Weil ganz einfach, da gibt es ja eine S-Bahn, da gibt es eine Regionalbahn, da gibt es sehr viele Busse und man kommt richtig schnell voran. Also die Verbindungen sind sehr, sehr gut.
Aber es gibt Tage, da fehlt uns einfach die ganze Taxen, die aus Berlin kommen, die fehlen uns. Mhm. Weil zwei Flüge und alle auf einmal nehmen die ganze Taxis weg. Dann ist alles weg. Hast du gar nichts mehr drin. Ne? Mhm. So, dann kommen halt die ganzen Schwarzfahrer, die einfach kommen und sagen, ja, hey, brauchst du Taxi? Ja. Und die sagen, ja, warum nicht, statt und zu warten. Ja, ja. Ja, und dann steigen die ein. Das ist eigentlich nicht legal, das ist gegen die Vorschriften. Aber, das wusste ich gar nicht. Ja. Aber leider wird das gemacht. Ich bin dafür da, dass alle Berliner Taxis rein dürfen, Kunden aufladen. Mhm. Damit es dann halt schneller geht. Ja. Aber das andere Problem ist, wenn da drin richtig voll ist, dann dauert es halt sehr lange, bis wir rauskommen. Ja. Und dann fehlt in Berlin wieder Taxis. Ja, okay. Muss man suchen, wie gut verteilen können. Ne? Genau. Ich stell dir mal vor, Lukas, eine Frage. Was denkst du, wie viele Taxis durch Pandemies in Berlin weniger geworden sind? Also was die Differenz ist von vorher zu nachher? Früher war 8.000, okay, vor Pandemie. Was denkst du? Also erstmal 8.000 finde ich krass. Ja, aber in Großstadt, ne? Zahl. Ja, ja, klar, aber trotzdem. Ne? Ja, ja, aber stell dir mal vor, diese 8... Lass mal überlegen, ja. Sagen wir mal 20%. Ja, keine Ahnung, so 6.500 nur noch? Nee, weniger. Weniger? Weniger. Wie viel? Knapp 5.000. Was? Sind jetzt offiziell. 3.000 sind weniger. Also offiziell arbeiten wir jetzt mit 5.000 Taxis. Davor waren über 8.000 gewesen. Krass, okay. So 3.000 fehlt uns jetzt. Einfach wegen der Pandemie haben viele aufgehört. Und viele Kollegen von mir sind umgestiegen zu Tesla. Tesla hat seine Fabrik aufgemacht in Brandenburg. Ja, Gigafactory, ja. Mhm. Keine Ahnung, was da alles drin ist. Und viele sind jetzt dort beschäftigt und jetzt arbeiten die alle da. Okay, und wie wirkt sich das aufs Geschäft? Das ist ja immer Angebot und Nachfrage, ne? Genau. Also reicht es aus für die ganzen Leute hier in Berlin, die Taxis? Oder jetzt erstmal. Verdienen oder? Meinst du jetzt Verdienst oder mehr jetzt die Kunden als... Ja, jetzt erstmal Anzahl der Kunden. Also es ist wenig. Wir brauchen mehr. Okay, genau, das war die Frage. Ne? Wir brauchen mehr Taxis. Okay. Weil normalerweise 8.000 ist Standard. Mhm. Wäre gut. Dafür brauchen wir wieder Zeit. Aber das Problem ist, dass da die ganze Ortskundenkenntnisprüfung, mhm, alles abgeschafft sind. Früher waren alles mit Prüfung, jetzt ohne Prüfung. Mhm. Jetzt sagen die ja, heutzutage benutzen alle jetzt Google Maps, Navi und so weiter. Mhm. Alles online, alles per Telefon. Und das reicht komplett aus. Und jetzt, viele haben jetzt ohne Ortskundenkenntnis, fahren einfach los. Ich bin einer, der mit Prüfung ist. Ich habe 7 Monate gelernt. Okay, also helf mir mal kurz zu verstehen. Was lernt man da komplett? Also wo was in Berlin ist oder was ist in Berlin? Genau. Ja. Wo ist der Hauptbahnhof zum Beispiel? Wo ist der Bundesministerium für Innere, für Außen, für Wirtschaft, für Arbeit und so weiter? Und dann kommen doch die ganzen Hotels. Dann kommt die ganze Plätze. Welche Platz hat ein Bezirk zum Beispiel? Mhm. Kreuzberg, ja. Oranienplatz, mhm, ist der Platz. Und dann muss man halt das alles lernen, muss man halt wissen. Und dann kommt man zur Prüfung. Bei der Prüfung hat dann die Prüfer, da waren 3 Prüfer. 2 haben gefragt, der eine hat immer gezeichnet, sozusagen auf die Karte geguckt und immer gleichzeitig geschrieben. Mhm. So. Und sagen wir mal, ich bin jetzt der Prüfer. Du, Lukas, du kommst zu mir. Hallo, hallo. Ja, willkommen. Möchtest du Prüfung machen? Ja. Okay, ich stelle dir jetzt erste Frage. Ja. Lass dir Zeit. Ja. Überlegst dir gut. Ja. Mach dir keine Panik, keine Hektik. Aber du bist so aufgeregt. Ja, ja, klar. Okay.
Und dann frage ich dich zum Beispiel, ja, Hilton Hotel. Ganz einfach. Und du musst mir jetzt die Straße nennen. Die Straße sogar? Ja, Hilton Hotel ist in der Markgrafenstraße, Ecke Mohrenstraße. Krass. So, du musst sogar die Ecke sagen. So, okay, sehr schön. Die zweite Frage ist, bring mich bitte zum Hauptbahnhof. Ja. Dann musst du halt sagen, okay, Hauptbahnhof ist in Europaplatz und in Washingtonplatz. Ja. Dann musst du die ganzen Straßen alle einzeln nennen. Die ganzen, also wirklich die Route sogar? Die Route musst du alles einzeln nennen. Hast du das erste Frage bestanden, kommt die zweite Frage. Mhm. So, dasselbe nochmal. Krass, okay, das ist ja echt. Aber da muss man sich wirklich gut drauf vorbereiten. Ne? Also das muss ja, alles sieben Monate hat's ja auch war auch lange Zeit gewesen für mich. Wie hast du dir das gemerkt? Bist du dann selber die Strecken auch mal gefahren? Oder? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass man, wenn man jetzt nur auf die Karte drauf schaut, ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, oder? Das ist doch mal ganz cool aus. Nee. Es ist ja natürlich so eine Lernregel. Du wirst da halt dann zum Beispiel in den Kursen wirst du gezeigt, wird es dir gezeigt, wie du das Ganze lernen kannst. Mhm. Und somit weißt du das halt dann, okay, die Straßen sind hier, die Bezirke, die Ost-West-Seite, wusstest du ganz genau. Sobald du das wusstest, war es nur noch halt eine Wiederholungskurs gewesen. Ja. Du hast immer dieselbe Straßen immer wieder genannt, dann wusstest du immer ganz genau, okay, die Straßen sind hier. Das war einfach zu lernen, aber die Prüfungen waren sehr hart gewesen, weil manchmal hast du dann eine falsche Straße genannt, bist du sofort weggefallen. Also man durfte nicht eine gewisse Anzahl an Fehler machen, sondern es war... Genau, okay. Genau. So, wir fahren nicht zum Hotel, sondern noch ein Stückchen weiter. Ja, nur ein ganz kleines Stückchen weiter, okay. Genau. Da ist auf der rechten Seite irgendwas gewesen. Ach, deswegen wusstest du auch sofort, was jetzt gemacht wird. Ich habe mich schon gefunden, weil du wusstest, dass da ein Hotel ist gleich. Aber nee, jetzt macht alles Sinn. Noch einen weiter? Ja, aber lass einfach hier alles. Nee, ich fahre dich. Ich fahre euch gerne. Ja, wir halten das halt so. So, hier ist okay, ne? Hier passt es wunderbar. Also, ich danke euch vielmals für eure nette Unterhaltung. Ja, also, passt auf euch gut auf. Ja, du auch. Ne, einen schönen Abend noch. Ne? Danke. Tschüss. Viel Knoblauch essen. Danke dir, mein Lieber. Ciao. Tschüss.